Fortsetzung, 13. Februar 23. Was für eine Symbolik. Gesund in den Morgen mit einer Zitrone und lauwarmem Wasser. Ist aber nur möglich, natürlich geschuldet auch der Bewegung und durch den Terror, den ich erlitt, wie schon im ersten Video angeschnitten, wie Sie vernommen haben, ersten Podcast, jetzt der Folge-Podcast. Was nützt das, wenn du dich top ernährst? Ja? Was nützt das, wenn du Terrorminuten über Terrorminuten hast? Wenn die jeweiligen Menschen sich was einfallen lassen, von Schrauben locker drehen, etc. pp. Ich kann nicht alles sagen, weil sonst gibt es weitere Nachahmer. Aber es gibt dafür schon gesicherte Erkenntnisse, signifikante Erkenntnisse, gesicherte, ich wiederhole mich, Erkenntnisse. Und zum richtigen Zeitpunkt werden die dann auch zum Tragen kommen in der Beweisführung. Ja, liebe Leute, da beißen sich manche die Zähne aus, hat man gesagt. Calacom.tv, No Limits. Was braucht man alles zum Leben? Kontakte mit dem Film bei Calacom.tv weltweit, um hier Selbstschutz organisiert Zeichen zu setzen. Sie werden sich wahrscheinlich wundern, was macht denn der hier? Was macht er mit der Lindkugel? Nicht auf der Alm. Es muss gehandelt werden. Und warum muss gehandelt werden? Warum? Damit nicht weitere Schäden entstehen, die schon entstanden sind. Entschuldigung, das ist improvisiert, ohne Stativ, aus der Hand gefilmt. Schmälert aber zu keinem Zeitpunkt den Inhalt, den ich Ihnen hier zelebriere. Es ist und bleibt lebensgefährlich. Wenn man einfach, sagt man, ja, abseits der Wahrheit einfach handelt, weil eben ich auch erkannt worden bin, das ist doch der, der in Nürnberg und Umgebung, aber insbesondere in Nürnberg führt, Erlangen, einige Fälle aufgeklärt hat. Dass ich natürlich unbequem bin, ist außer Frage. Und jetzt, Entschuldigung, warum das jetzt abrutscht, sorry, schmälert nicht den Inhalt. Und dann macht man ihm das Leben, das Herz zur Hölle. Müssen Sie sich mal vorstellen. Seit 20. September 22 wurde ich noch nicht gebeten, angehört zu werden, inwieweit denn diese sogenannten Hefearomen, die ich vom Hotel bekommen habe, diese Hefeblöcke, weil eben die normalen Cremes nicht ausreichten, um die Schienbeinverletzung genesend voranzutreiben. Aus diesem Grund waren ja überhaupt diese Hefeblöcke da, weil ich backe ja nicht, bin kein Bäcker. Marketing ja, aber ich bin kein Bäcker. Und aus diesem Grund habe ich so viele Hefeblöcke gehabt und die Stück für Stück eben zum Hautschutzmantel pflegen genommen. War sehr angenehm und natürlich war vorher
20, 19, 18, Psychoterror und zurück, weitere Jahre, 15 derer. Und die mussten eben jetzt sich erholen. Ich hätte nie gedacht, dass das Mobbing solche Gefahren nach sich zieht. Aber, wie gesagt, es fängt jetzt wieder an, weil eine Person, ein Virus, ja, plötzlich, das ist doch der, der da aufklärt, der sich da einmischt, wie Jürgen, nein, wie heißt der? Carsten, genau, Stahl. Man braucht Stahlnerven, um Zeichen zu setzen. Denn alleine Taxofit reicht nicht aus. Leider. Aber es ist gut, unterstützend. Melden Sie sich bei tvgalacom@gmail.com. Ich wiederhole, falls Funkunterbrechung, tvgalacom@gmail.com. Oder ersatzweise bei podcasttv7@gmail.com. Auch hier die Wiederholung, podcasttv7@gmail.com. Ich wiederhole auch hier, falls Funkunterbrechung, podcasttv7@gmail.com. Auch die andere, wie gesagt, tvgalacom@gmail.com. Reicht Ihnen eigentlich aus bei Texten, wenn Sie was anhängen wollen, weil Sie sich mitteilen wollen, weil Sie vielleicht einen Mäzen haben oder einen Sponsor, Investor. Ja, wir unterstützen Sie bei diesen Terrorgeschichten und es wäre nett, wenn Sie uns auch berücksichtigen würden. Jederzeit mache ich das, sofort. Diese ganzen Thematiken, denen konnte ich nur einigermaßen überstehen. Über 430 Hustenanfälle in den letzten 13, 14 Tagen, dank diesem Honig und Manuka-Honig plus Zwiebel. Ja, Zwiebel eingelegt. Natürlichster Honig, Ersatz kann man schon sagen. Hustenhonig kann man schon fast sagen. Dank auch Manuka. Danke. Ja, es geht darum, dass gerettet werden muss, was zu retten ist. Nicht nur in der Türkei, sondern auch in Nürnberg. Und jetzt gibt es wieder einen Anruf. Wer wird das wohl sein? Es ist unglaublich. Also, wie gesagt, ich wollte jetzt gerade... Jetzt fängt das wieder runter, Entschuldigung. Schmälert aber nicht. Schmälert nicht den Inhalt. So, jetzt schließe ich das mal. Jetzt, das ist der Test. Es ist ein Test. Jetzt gibt es keinen Anruf. Aber es gibt einen Grund, warum ich diesen Ton habe. Unter dem Motto, wetten, dass hier alles aufgeklärt wird, was ich hier erleben muss und vorher musste. Greatest Stars on stage. Ja, man braucht Richter, Staatsanwälte, Generalstaatsanwälte, um diese Widrigkeiten aus dem Weg zu räumen, um Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Denn es könnte morgen schon der nächste Blaulicht-Krimi kommen. Filmpike klärt auf. Es ist abartig, wie man als Mensch unterwegs sein kann. Und logisch, dass ich mir sämtliche Ärzte zu Rate ziehe, ob Corona oder jetzt Herzschmerzen. Und warum? Ein Ökotrophologe, der Herrn Vöbel kennt, sagt, hör dir das an. Okay, das bedeutet, eigentlich sind Sie jemand, der auch auf eine ganz normale Art und Weise in den Tag startet und nicht von Anfang an guckt, dass er sich möglichst jung und fit hält?
Jein, also normalerweise habe ich meine Routinen, die tatsächlich so sind, also es geht so los in der Früh, eigentlich heute auch, dass ich dankbar bin über alles, was ich erlebe. Ich bin glücklich und dankbar, wenn ich aufwache. Das mache ich ungefähr so 10 Minuten, da kommt man in einen guten Zustand rein, in einen guten Zustand der Resonanz, und man hat die Reziprozität, das heißt, wenn man anderen begegnet, so begegnet man sich selbst. Man kennt es vielleicht, wenn man im Urlaub ist, ist man besonders gut gelaunt, plötzlich sind im Urlaub alle so nett. Ja, es liegt aber meistens an einem selber. Wachen Sie gut gelaunt auf oder bringen Sie sich in den Zustand, gut gelaunt zu sein? Also meistens wache ich tatsächlich schon gut gelaunt auf, weil ich mache das Ganze ja beim Einschlafen auch schon. Das heißt, ich gehe auch dann in den Zustand rein, eben der, dass ich glücklich und dankbar bin. Und das hat zwei Aspekte. Einerseits den geistigen Aspekt, also glücklich zu sein und dankbar zu sein. Weil das kann man aber nur, wenn man auch das entsprechende Umfeld hat. Ich habe durch die Wissenschaftler, durch die Staatsanwälte, durch die Richter, durch die Ärzte das entsprechende Umfeld. Aber dazu muss man auch dort wieder wohnen. Ich war ja hinter der Burg wohnend. Da waren ja auch Chirurgen, da waren Psychologen auf dieser Wohnanlage und hin und wieder doch der eine oder andere Architekt. Ja, und dazu muss ich aber wieder erst die neue Wohnung bekommen. Die ist aber noch nicht da. Vielen Dank auch für Panasonic. Ja, man darf die Gönner, die Sponsoren nicht aus der Acht lassen. Aus der Acht. Ja. Da ist noch eine, das ist eine andere. Ja, da braucht man Omas braucht man hier. Gönner, Sponsoren, alles Müller oder was? Um das zu überstehen. Und eine Panasonic zeichnet auf. Ja, ich kann alle 17 oder 16 Sims, Entschuldigung, alle 16 in die Linse halten. Das ist überhaupt kein Hindernis. Wir brauchen Hingucker. Nur zur Info. Moment. Und man braucht natürlich, um einen Anker wieder zu bekommen, das ist eine volle, wie nennt man das? Akkupackstation für heute Vormittag. Weil ich ja zu einem Staatsanwalt gehe und dann bin ich unterwegs und ich weiß nicht, wie lang mein Handy dann reicht beim Schildern der Ereignisse. Und man braucht dann auch noch ein entsprechendes Reserve-Handy, Dankeschön, von Huawei. Ja, ich halte sie alle rein, denn das ist der Husten, sorry. Dieser Terror muss beweissichernd festgehalten werden und per Schadenersatz dann, ja, wie sagt man, verfolgt werden. Uneingeschränkt, restlos aufgeklärt werden, weil ich habe so viel auch am Samstag und am Sonntag gestern Menschen stören müssen und unter anderem aus Versehen habe ich einen Herrn Andy L. Etwas geschrieben. Ich habe versehentlich nicht auf die Uhrzeit geschaut, weil es nach 22 Uhr war und dann hat er mir hier Folgendes zurückgeschrieben. Einen Moment, das kriegen Sie gleich. Nicht, dass Sie denken, das sind Märchen. Das kann ich alles beweisen. So, jetzt muss ich hier ein bisschen Platz machen, weil mein Handy wirklich, dass Sie das auch sehen, absolut voll ist. Und ein Ingenieur hat gesagt, bitte sind Sie so nett. Und in eigenem Interesse machen Sie ein bisschen Platz, weil sonst könnte das Handy plötzlich mal runterfahren und die Daten weg sein. Und hier sind die Worte, die ich gerade aufgrund, weil ich gestört habe, im Notfall. Die ich erhalten hatte. Ja, das tut mir sehr, sehr leid. Jedenfalls
haben sich zu diesem Zeitpunkt Laute ergeben, die hätte halt mal ein Richter hören müssen und dann wüsste er, wie ernst er diese sogenannte Nachbarin zu nehmen hat. Ich schließe gleich mit einem fortgesetzten Podcast an.